Bitte. Danke. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gerade die hohen Zahlen der vermeidbaren Unfälle zwischen LKWs mit Radfahrern und Fußgängern zeigt auf, wie wichtig hier schnelles und auch pragmatisches Handeln ist. Unter dem Eindruck der schrecklichen Unfälle der letzten Zeit haben inzwischen einige große Einzelhandelsunternehmen und Kommunen in Niedersachsen damit begonnen, ihre Fahrzeugflotten mit Abbiegeassistenten auszurüsten. Ein solcher freiwilliger Beitrag zur Verkehrssicherheit ist ausdrücklich zu begrüßen. Wir in der Politik müssen bei der Nachrüstung von schon im Verkehr befindlichen LKWs mit Abbiegeassistenten die richtigen Anreize setzen. Ein Fördertopf mit 5 Millionen € pro Jahr, wie vom BMVI jetzt auf den Weg gebracht, kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir als AfD sagen aber, dass über eine Mautsenkung für mit Abbiegeassistenten ausgestatteten LKWs bei BMVI nicht nur laut nachgedacht werden muss, sondern hier muss gehandelt werden, hier muss es zur Umsetzung kommen. Das wäre der richtige Anreiz im Bereich Bestands-LKWs, gerade auch für solche aus dem Ausland, die ansonsten noch viele Jahre lang ohne Abbiegeassistenten unsere Straßen befahren werden. Dies wäre unser Vorschlag, damit unsere Straßen für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden. Zu den Tempolimits. Die Sonderkontrollen auf der Autobahn müssen weiter intensiviert werden. Ich hoffe, sie zeigen noch mehr Wirkung. Das Baustellenmanagement, was das Land Niedersachsen an den Tag legt, ist fatal. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dazu schon lang und breit ausgeführt worden. Und eins kann man auch noch sagen, wenn es nach Herrn Pistorius geht, gibt es ja zukünftig in jeder Sackgasse Sektionskontrollblitzer. Dann weiß der Innenminister nicht nur, wer zu schnell war, sondern bei entsprechender Datenspeicherung auch gleich genau, wann jeder Bürger wo gewesen ist.